Lumpe Götze an Lumpe Minecraft. Und ich so, es geht der Bomb, was haben wir letztes Mal Orion gemacht? Profi-Mikro erstmal richten, live in der Aufnahme, ich würde sagen, Profi und, genau, Creeper vom, wo kommst du? Aber was haben wir letzte Folge gemacht? Letzte Folge haben wir versucht, einen Raid zu machen, haben es teilweise geschafft, aber auch verkackt, haben nur Müll rausbekommen, weil wir ein Totem haben wollten, um hier das Spellbook zu verbessern. Und Leute, das Buch buggt schon wieder. Ich habe es geschafft offscreen, dass wieder springen konnte, da bin ich in Nether gegangen und dann ging gar nichts mehr, Leute. Ich verstehe es nicht, warum das so rumbuggt. Aber naja, muss man mit leben. Und ihr seht, ich habe weitergebaut, das Dorf zu vergrößern. Ich habe jetzt hier einmal dieses kleine Häuslein geschaffen und habe das Haus hier geschaffen. Also Leute, das Dorf wächst und gedeiht, es wird immer größer. Es wird besser. Und ich habe jetzt einen neuen Helm, weil ich außersehen meinen alten Helm hier ja in die Lava geworfen habe beim Inventar aussortieren. Ich möchte nicht darauf weiter eingehen, weil es echt zu peinlich ist. Okay, wir können hier weiteren Stuff reinwerfen. Ich habe halt so gemacht, zack, 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 und bin dann außersehen abgerutscht und auf den Helm gekommen. Ja, ich würde sagen, arschgeile Nummer, sollte man unterlassen, aber Leute, ich habe mit, wir können es erstmal hinlegen und ich habe mit Paul gesprochen. Wie kann das Bett zu weit weg sein? Egal. Ich habe aber mit Paul gesprochen und er meinte oder hat es getan, wir haben jetzt eine Mod drinne, um hier Totems zu craften. Dafür brauchen wir ein End Crystal. Dafür brauchen wir ein Eye of Ender und eine Gasträne. Okay, ich weiß nicht, ob wir das haben. Tier. Okay, weil sonst müssen wir gleich kurz in Nether und eine Gasträne holen. Weil den Rest haben wir hier. Okay, gut, Leute, ab geht's in Nether. Warum nicht? Weil wir craften uns jetzt ein Auge. Oder halt direkt das ganze Ding. Um halt, ja, ihr wisst Bescheid. Um uns ein Dreierbuch zu holen, weil dann sind wir die erst mit einem Dreierbuch und Dreierbücher sind cool und ja, keine Ahnung. Ich will einfach ein Level Dreierbuch, dann haben wir halt den ganzen Magie-Quest auch schon durch. Und warum ist hier nirgends vom Ghast? Sonst wird man von allen Seiten vom Ghast genervt und oh, der Zauber geht nicht. Es kotzt mich an. Kann sein, dass ich mein Spiel komplett restarten muss, seitdem das nicht geht. Weil ich auch die ganze Zeit auf dem Server online und habe gefarmt und so ein paar Sachen probiert. Leute, um besser XP zu bekommen, aber hat alles gescheitert. Egal. Auf jeden Fall, wir brauchen irgendwann nochmal Fire Resistance, wenn ich hier länger im Nether chille. Weil sonst hacke ich hier noch komplett ab. Aber wo ist jetzt ein Ghast? Ghast, Ghast. Alles in eins. Let's go. Ich verstehe den 1.16 Nether nicht. Ich weiß nicht, ob der nur in einem bestimmten Biombereich spawnt. Oder ob er die ganze Zeit überall spawnt. Okay, das sind Loren. Darauf habe ich jetzt keinen Bock. Okay, wir waren hier. Wir gehen jetzt in die Richtung hier. Okay, Leute, hier. Zack. Let's go. Ernsthaft. Okay, Leute, hier ist Fläche. Wir gehen jetzt von der Lava weg. Gehen jetzt über die Fläche in der Hoffnung, dass wir Dings den finden, den Ghast. Leute, hört ihr schon? Man, genau dann, wenn man Ghast braucht, findet man keinen. Okay, bin ich gerade wieder fast in Lava. Okay, Leute, wir suchen jetzt noch ein bisschen, wenn wir keinen finden, machen wir was anderes und ich muss auch screen eine Ghast-Träne finden. Weil, ja. Ich wollte eigentlich mit euch zusammen das Buch machen, aber wenn wir jetzt kein Gas finden, ist das ein bisschen kacke, ne? Ist es, oder, ja, ist es. Ist es, hallo, Mr. Ghast? Hä? Wie selten spawnen die denn jetzt in der 1.16?
Das ist auch, Leute, ihr merkt immer noch, mein erstes 1.16 Projekt. Ich spiele nie, außer wenn ich Ampera spiele, die 1.16. Also ja. Ich kenne mich immer noch, ich kenne mich jetzt super gut schon mittlerweile aus. Auf jeden Fall nicht. Und ich würde gerne meinen Jump benutzen, der nicht geht. Ich weiß nicht, wie ich es hinbekommen habe, dass er ging. Eigentlich habe ich nichts gemacht. Nichts besonders. Und war, hier ist so eine große Fläche, wo das spawnen könnte. Spawnt ihr jetzt nur noch in einem bestimmten Biom, oder? Okay, Leute. Kommt man an Gastränen irgendwie? Okay, man kann ja voll Fehler mitmachen. But. Okay. Okay, gut, Leute, wir lassen das an der Stelle. Machen wir was anderes, was ich für die Folge geplant habe. Und geben wir jetzt unnötigerweise XP aus, aber egal, Leute. So, Dings, was wollte ich machen? Ich wollte. Wollte ich noch irgendwas anderes, außer die eine Sache, die ich machen wollte mit euch? Ich weiß nicht, Leute. Auf jeden Fall, ich wollte ein Auto craften. Habt ihr bestimmt auch schon am Titel entdeckt. Dass ich ein Dings, ein Auto craften wollte. Weil ich habe gesehen, Paul, Luca, craften alle schon ihre Autos. Also wir müssen auch mal nachhelfen und nach. Ah ja, ich wollte eine Eisenfarm machen. Paul. Und ja, ich nehme auf nachts auf, aber egal dort. Denn alle anderen, oder okay, aber nicht alle anderen. Paul, habe ich gesehen, hat auch schon eine Eisenfarm. Deswegen wollte ich auch mal nachhelfen und eine nachmachen. Weil wir brauchen Eisen. Brauchen viel Eisen. Wenn wir jetzt anfangen, Autos zu craften. Und ich finde gerade nicht meinen Eimer. Hier. Ja. Leute, Dings, wir brauchen noch Eisen. Eisen. Ich stand gerade auf dem Schlauch, dass mir nicht eingefallen ist, dass wir Eisen brauchen. Hier. Und Glas. Was ist hingepackt? Okay, Leute, ich müsste auch hier noch die Glasblöcke haben. Hier, nice. Ich glaube sogar, ich habe es mit Hausbau meinen ganzen Glasscheiben verbraucht, aber egal. Okay, Lava. Okay, warte, Leute, gehen wir noch mal kurz in Nether. Auf ein neues. Ich habe hier nur ein Lava-Ding davon. Zack, hier. Oh, das schmerzt. Das schmerzt die XP. Die Schmerzen. Ich saß vorhin und habe XP gefarmt. Und jetzt sind die weg. Geil, was bist du? Egal. Wir brauchen hier Lava. Okay. Genau. Jetzt, wenn ich Lava brauche, finde ich die nicht. Und ich will halt nicht zu sehr von der Netherfestung weggehen. Halt, ihr wisst Bescheid. Mich wieder XP sparend hochzukommen. Hier, zack, wir nehmen hier ein paar Eimer. Hier, zack, hier haben wir ein paar Lava-Eimer, die nehmen wir einfach mit. Gehen dann hier hoch. Back to the Amperia. Spot to the Nether Festung. Und warum backt das immer? Ich verstehe es nicht. Diana, Luca meinte, der hat das Problem bis jetzt noch nie. Also ich verstehe es auch nicht, warum das so rumbackt. Okay, Luca und ich sind glaube ich die einzigen. Okay, Fabi auch. Die Magie benutzen. Okay, Fabi ja auch nicht, glaube ich, so oft. Ernsthaft. Ich bin jetzt ernsthaft gerade runter. Egal. Hier. Really. Really. Okay, ich hab's hier. Zack, hier drauf. Und jetzt hier hoch. Und Leute, hier. Zack. Ich baue mich hier einfach lang. Und dann kommt man hier. Zack. Hallo. Wo geht's hier? Okay, Leute. Let's go. Wir machen das so. Ich brauche Block. Okay, wir haben hier Steine. Und wir machen das. Zack. Okay, danke Spiel dafür. Danke, dass du lagst. Kein Ding Spiel. Nehme ich dir gar nicht übel. Aber egal. Zack hier. Und nein. Nein. Mein Boomerang. Den brauche ich. Der ist wichtig. Okay, let's go. Hier ist oben. So.
Leute, so machen die Minecraft-Profis das. Und, hier. Wir sind an dem Teil vorbei und dann ist der Waystone hier nass. Nein, mein Waystone kostet das auch. Really? Ich dachte, das kostet gar nichts beim Waystone. Haben wir uns den ganzen Weg gerade umsonst gemacht? Egal. So, Lava kommt nach hier unten. Du kommst hier. So, das Glas. Und was kommt in die Mitte? Ich bin lost. Das, was wir eigentlich gefarmt haben, die Lava, kommt natürlich in die Mitte. So, wir machen zwei Eisenfarmen. Farms. Zack, hier, damit wir schnell Eisen bekommen. Und dann, wozu haben wir hier Trichter? Switchen wir dich. Okay, gehst du mit einer Axt schnell abgebaut? Nass. Okay. Und du kommst hier hin. Und du kommst. Bra. Intelligenzbestie, Leute. Ich weiß. Okay, Input-Items. Eisen. Was muss hier rein? Shit. Das mache ich einfach, das kläre ich offscreen, was da rein muss. Aber so, Leute, was ich jetzt eigentlich craften wollte mit euch, war Car. Wir brauchen einen Car Workshop und Car Work Part. Die Frage ist, ich glaube, wir brauchen einen Workshop und mehrere Parts. Würde logisch vom Namen her, von den Namen der Dinger Sinn ergeben, weil die Parts, da arbeitet man drauf und der Workshop ist das eigentlich hier. Gab wird so. Okay, ich brauche Eisen. So. Ich brauche Kobbel. Wir brauchen Pistons. So, ich brauche Wood. Zack, und Redstone hier. Let's go. Dann machen wir uns einen Piston. Zack, zack, so, und ich verwechsel das immer wieder. Okay, zack, hier haben wir das und dann brauchen wir 8 davon, glaube ich zumindest. Und wir können es so dran machen. Okay. Gut, ich brauche meine Eisenreserve. Hallo? Really? Taster. Warum kann ich jetzt nichts mit der Tastatur ein? Leute, hat keiner gesehen? Ihr habt es halt wirklich keiner gesehen. So. Jetzt weiß keiner, was mein Passwort ist für die Truhe. Okay. Zack, hier. Haben wir jetzt genug, hoffentlich, dafür. So. Dann brauchen wir eine Fläche, wo das hin muss. Hier ist nochmal ein neuer Bereich. Okay, ja. Batz, du kommst weg. So. Diesel brauchen wir jetzt. Kann auch weg. Kann auch weg, der Diesel. Zack, hier. Und Leute, Profi. Profi. Spawn Car. Nobody. Okay, gut, wir brauchen den Stuff dafür. Okay, Leute, ich will ein Light Blue SUV. Gibt's hier irgendwelche cool SUV? Okay. Ich finde irgendwie die SUVs besser als so. Das erinnert mich so an eine G-Klasse. Und ich finde E-Klasse eh ein geiles Auto von der. Okay. Wir brauchen den Buddy. Wir brauchen Concrete. Ernsthaft? Okay. Wir müssen Concrete machen. Zum Glück habe ich alles für Concrete da.
Ich hoffe es zumindest. Sand haben wir auf jeden Fall nicht. Aber wir haben einen Gravelot. Ja, man merkt, ich bin super vorbereitet auf die Folge. Geil. Okay, ich habe Gravel. Aber kein Sand, Leute. Das können wir ändern, denn ich habe einen. Das ist der Waystone. Ja, zu Sand. Guckt hier. Und ich habe. Jetzt habe ich Sand. Gut. Zack. Haben wir je davon gesprochen, dass ich keinen Sand habe? Das wäre mir jetzt neu, dass ich keinen Sand besitze. Denn ich besitze Sand. Das sieht man eindeutig. Okay, shit, ich hatte doch hier. Hier im weißen, das mache ich auf jeden Fall nicht. Mein ganzes Eisen einfach weglegen. Hier, Concrete Powder. Hier, zack. Okay. So, wir brauchen hier Dings. Hier ist noch ein bisschen XP, aber egal. Denn ich habe was getestet. Wasser bräuchte ich. Ernsthaft? Ja. Okay. Wir machen es auf dem alten modischen Weg, Leute. Hier. Wir bauen es konkret so unter Wasser hin. Und benutzen dann die Excavate. Picke. Zack. Ja. Ich wollte es eigentlich cool mit Maschinen machen. Aber egal, Leute. Ja. Müsste reichen. Müsste, glaube ich, genau reichen, um hier eins zu. Ein Teil zu machen. Okay. Zack. Wie. Wo. Okay. Oben links. Okay. Hier. Den Body haben wir schon mal. Brauchen wir. Den Iron Stick. Okay. Hier. Zack. Haben wir ein Iron Stick. Nice. Dann machen wir jetzt die Sitzfläche. Warum die aus Oak wird, keine Ahnung. Kommt mir so vor, als wäre es ein bisschen unhandlich. Aber egal, Leute. Hier haben wir jetzt die. Wir gehen einfach systematisch vor. So komme ich nicht mit dem Rezept durcheinander. Den Tank. Das ist ein Tank. Alter. Diese Autos kosten ja so viel Eisen. Ich hoffe, ich kriege offscreen die Mob-Farm zum Laufen. Weil das kostet, glaube ich, gefühlt mein ganzes Eisen. Was jetzt nicht so geil ist. Denn ich möchte Eisen haben, weil Eisen ist toll. Eisen ist gut und Eisen kann man immer gebrauchen. Und nice. Hier, zack. Leute, ich beeil mich, weil ich sehe jetzt schon 20 Minuten fast. Ich habe keinen Bock, eine halbe Stunde voll wieder zu machen. Und diesmal haben wir Inhalt. Nicht so wie die letzte Folge. Hier. So. Okay. Wir haben den Tank. Dann. Oh. Oh. Ich brauche Zylinder. Geil. Die Leute, die sich mit Autos auskennen, wissen, warum man Zylinder braucht. Denn wie funktioniert ein Motor, Leute? Richtig. Es kommt eine Explosion. Oben, wo der Zylinder runtergedrückt wird. Der Zylinder lässt dann hier unten so was in Bewegung setzen, was dann dreht. Und so, ich kann Motor nicht erklären. Ich bin kacke in erklären, deswegen kann ich keinen Motor erklären. Flint. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Herr Gott. Oh, hier habe ich Flint. Das ging schnell, nice. Zack, 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 so. Okay, wir haben den Tank, wir haben die Sitzbank. Dann brauchen wir. Okay, Räder. Ernsthaft mit Schwarz. Warum schwarze Wolle? Warum geht nicht irgendeine Wolle? Warum muss es schwarze sein? Hab ich Insekts? Ist die Frage. Wenn ich muss, müssen wir gleich ein paar Tintenfisch töten gehen. Aber also sollte, glaube ich, auch nicht so das Problem sein. Ich hoffe. Nee, bis jetzt sehe ich noch keine Insekts.
hier nur 3 Stück. Okay, wir brauchen mehr. Wir brauchen mindestens 8. Wir brauchen auch genau 8. Gut, dass meine Tintenfische hier existieren, die mir Insekten droppen. Tintis. Hä? Wo sind Tintenfische? Kann mir das mal einer erklären? Ich möchte meine Tintis haben. Meine Tintenfischis. Fischi. Hier ist einer. Komm bitte, drop ganz viele. Nein! Ein zu wenig. Warte, können wir irgendwie anders umcraften? Warte, Leute, wir müssen, glaube ich, hier drauf. Zack, hier. Zack, hier, schwarzer. Gut, das war's so mit, Leute, wir probieren es erstmal. Vielleicht finde ich zu Hause noch irgendwas. Batz hier. Zack, gehen wir schnell umcraften. Wie ging nochmal färben? War das so? Und dann so? Oder färbe ich nochmal Wolle? Bin ich lost gerade? Warte, Leute, wir brauchen hier, zack, zack, hier, okay, sowas, okay, hier, Black Dye, hier, zack, schwarz, und Bats, okay, wir haben 7, was wir probieren können, Leute, hier, Eisen, vielleicht geht das so, dass wir, nein, in den Sack. Ernsthaft? Hallo? Ink Sack oder bitte doch nur ein klein Ink Sack oder irgendwas mit schwarzer. Geil, Leute. Ich finde hier Black Dye. Okay. Suchen Black. Leute, in der Hoffnung, schnell irgendwas zu finden. Ja! Geil. Hi, Bro. Kommst du näher? Nice. Noch einer für den Kolleg. Ja. Oh nein, Leute, ich bin lost. Wir brauchen mehr. Shit. Gerade mal ein Reifen von 4. Ah, zack, so. Okay. Wir brauchen noch 3 Stück. Okay, Server Update. Okay, let's go, Leute. Ich habe meine Schere. Boah, ich meine Schere hingelegt. Ich hatte doch gerade noch eine. Warum habe ich schon wieder. Inventar voller Eier. Ich krieg wirklich Kotzen. So. Zack, wir machen so. Kannst du bitte von meiner Haustür weggehen? Bro, danke dafür. Gut, die Map ist schon sehr groß. Wir können einfach eine 6 GB große Map speichern. Let's go, Leute. Ich würde sagen, hier wird noch ein bisschen was auf dem Server gebaut. Dafür, dass wir so viel speichern können. Ich möchte eigentlich jetzt kein Dings, keine Schere neu craften, weil ich hatte hier einen. So, wir können aber mal zu Paul, weil bei Paul weiß ich, der hat Schafe, die wir schnell scheren können. Vielleicht finden wir hier auch ein paar Tintenfische. Zack, wenn man anscheinend Tiere so auch scheren kann in Junkgebieten. Was ich nice finde, Leute. Das spart uns Zeit. Okay, hier. Hi. Findet keiner raus, Leute. Findet keiner raus. Zack. Hat keiner rausgefunden, dass er. Tschüss. Ich bin nur kurz hier, um ein paar Tintis zu killen. In der Wilderness. Zack hier. Zack hier. Wir haben. Warum bist du nicht tot? Wir haben jetzt 9 Stück.
9 wird nicht reichen, Leute. Ich brauche das Dreifache. Wir brauchen mehr Tintis. Was ist das? Warum ist hier ein Obsidian? Kann mir das irgendwer erklären? Warum hier ein Obsidianus ist? Altar. Kommt hier ein Altar? Okay, ich weiß nicht, was hier Paul macht. Ich möchte es auch nicht hinterfragen, Leute, was Paul seine Mission ist. Aber unsere Mission ist, Tintenfische da sind. Zwei auf ihrer wilden Durchfahrt. Okay. Wir sind ein paar. Finde ich gut, Leute. Hier, sterb. Nein. Nein, ich hänge, Leute. Und hab Blindness. Okay. Stirb. Okay, dann stirbst du nicht durch meine Hand. Stirb. Okay, stirb. Let's go, Leute, hier. Wir haben jetzt ein paar. Wir haben 22. Stirb. Okay, wir haben. Let's go. Schnell. Nach Hause hier. Zack, hier. Hier sind wir direkt. Haben wir eine Workbench. Können die nutzen. Wir färben das hier direkt um. Zack, hier. So, 25. Dann werden du komplett umgefärbt. Und hier. Zack, haben wir 25 von denen. Und nice, wir können uns 3 Reifen machen. So, dann kommst du weggeworfen. Und Leute, wir können uns ein Auto machen. Ist eine G-Klasse normalerweise nicht größer? Bukololo, wir haben Auto, würde ich sagen. Okay, ich würde auch sagen, das wäre es mit der Folge. Wenn es gefallen hat, dann lasst ein Like, dann kann weiter Videos mit dem Podcast abonnieren. Und sonst eigentlich nicht. Ciao. Leute, schaut gerne bei den anderen vorbei. Ne? Und.